Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf unglaubliche Werkzeuge, die auf einem anderen Level sind, reagieren. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde. Kurz noch für euch zur Info, meine Stimme ist ein bisschen weg, meine Nase ist ein bisschen zu. Ich bin gerade frisch von der Gamescom gekommen, war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber wie das halt eben immer bei der Gamescom so ist, sehr, sehr viele Bilder gemacht, Autogramme, viele von euch getroffen. Hat mich auf jeden Fall geisteskrank gefreut. Hier auf jeden Fall auch mal ein kleiner Ausschnitt von der Autogrammstunde, die ich gemacht habe. Also Leute, geisteskrank, wie viele ihr einfach seid, das vergesse ich einfach manchmal. Also vielen, vielen Dank für alle, die da waren. Hat mich geisteskrank gefreut, euch mal in echt zu treffen. Jeder hat sein Foto bekommen, jeder hat sein Autogramm bekommen und ja, Leute, auf jeden Fall, meine Stimme ist ein bisschen weg, aber wir starten jetzt hier direkt mal wieder rein und zwar mit den unglaublichen Werkzeugen. Lasst ein Like und Abo da und let's go mit dem Video. Weiter ihre Fähigkeiten perfektionieren, erfinden andere einfach die passenden Werkzeuge. Aha. Heute zeigen wir euch die erstaunlichsten Tools, die einfach perfekt sind. Let's go. Ihr werdet euch wundern, warum ihr nicht selbst darauf gekommen seid. Also, wow, was ist das denn für ein Auto? Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Denkt ihr, warum ist die Qualität zum Müll? Nun, nicht mit dieser Axt auf Steroiden, weil sie einen Baumstamm mit nur einem Schwung in 6 Stücke spalten kann. Was ist das für eine kranke Axt, Alter? Bam! Das ist eigentlich echt schlau, weil sonst muss man das ja immer einzeln machen. Dieser Typ fand den ungewöhnlichsten Einsatz für ein gewöhnliches Fahrradgetriebe. Nur ein wenig Arbeit. Und jetzt kann er in weniger als einer Minute perfekte Löcher machen. So ein Bohraufsatz damit gemacht. Ja, warum nicht? Und dieser Pflug wird die Arbeit jedes Bauern in einen echten Urlaub verwandeln. Guck mal, wie satisfying das aussieht mit dem Boden. Boah, wild. Das ist der Beweis, dass die Zukunft schon hier ist. Man muss nie mehr aus dem Bett steigen, um eine Glühbirne zu wechseln. Einfach Drohne. Man schickt einfach eine Drohne. Geil. Wenn ihr dachtet, dass das Verputzen einer Wand ein ganzes Team von Arbeitern erfordert, wow, dann schaut euch diese Maschine an. Ich wusste gar nicht, dass es da schon so Maschinen dafür gibt. Die Verputzmaschine. Dieser Trimmer wird eure Nachbarn definitiv eifersüchtig machen. Boah, da brauchst du aber schon Platz, um die Maschine aufzustellen. Das kannst du ja nicht überall machen, Was ne? kommt als nächstes? Ein echter Edward mit den Scherenhänden? Super Kabel brauchen super Werkzeug. Und dieses kann die Isolierung auf jeden Fall mal in einem Augenblick entfernen. Dicke Starkstromkabel sind das hier. Vergesst eure Gießkanne. Immerhin kann man mit diesem Boot eine ganze Plantage auf einmal bewässern. Ja, wild. Einfach das Wasser aus dem Fluss nehmen und das wird da verteilt. Alles smart. Ich bin mir sicher, dass ihr euch gefragt habt, wie Nägel verpackt werden. Seht euch dieses Tool an. Hä? Das ist bestimmt mit Magneten oder so. Und hier ist ein unglaubliches Werkzeug zum Verpacken von Eiern. Krass. Aber das ist bestimmt mit so Luft werden die Eier angesaugt. Deswegen ist da auch dieser Schlauch dran. Wisst ihr, wie Chips ihre Form bekommen? Diese Maschine schneidet sie mit Lichtgeschwindigkeit. Alter, wie schnell das sein muss, weil das ist ja gerade Slow Motion. Es sieht so aus, als ob dieser Traktorfahrer seinen Turbo Boost verwendet. Aber eigentlich ist es ein feuriges Werkzeug, um das Unkraut auf dem Maisfeld zu verbrennen. Alter! Guck mal, was er da auch für einen riesen Gastank hinten drauf hat. Und ich dachte, sie machen gleich am Feld Popcorn. Oh mein Gott, und krass. Diese Maschine heftig, hab ich aber noch nie so gesehen. Heu loszuwerden. Notiz an mich selbst, leg dich nicht mit Bauern an. Ja, sie haben irgendwie ganz krasse Sachen, die Bauern da. Weihnachten praktisch ist. Perfekt, wenn man den Baum entsagen muss. Schön Baum einpacken da. Dieses Gerät kann die Zweige von Baumstämmen entfernen. Nicht nur entfernen, sondern auch schnell, sehr schnell. Oha! Wie krank schnell ist dieses Gerät? Dieser Typ wollte so sehr ein E-Bike haben, dass er einen Weg fand, es aus einem Kinderfahrrad und einem gewöhnlichen Akkuschrauber zu machen. Alter, mit einem Akkuschrauber? Wie viel Power hat denn so ein Akkuschrauber? Hoffen wir, dass sich dieser Transformer nicht auf die Seite der Decepticons stellt. Und mit Hilfe dieses elektrischen Schraubendrehers kann er sind coole ohne jegliche Anstrengung Skateboard fahren. Krass, Mann. So ein Akkubohrer hat ja schon wie gut Power. Wie das, Elon Musk? Mach das nicht zu Hause nach. Das Gerät, das diese Jungs erfanden, könnte Feuerlöscher überflüssig machen. Was ist das denn? Ist das quasi wie so ein Reversed Molotov-Cocktail?
Du wirfst das Ding irgendwo drauf und Feuer hört auf. Das ist eine Drohne. Eine Flammenwerferdrohne. Alter. Die 100 Sekunden lang eine 7 Meter Feuersäule schießen kann. Krank, Junge. Imagine, so eine Drohne kommt angeflogen. Eine ziemlich radikale Lösung für die Müllbeseitigung. Die Vorbestellungen für diesen erstaunlichen Staubsauger gingen alle an Spider-Man-Fans. Und hier ist der Grund. Aber im Ernst, versucht das lieber nicht zu Hause. Das ist ein Profi. Treppen sind in der Regel ein Hindernis für Rollstühle. Jo, das ist doch animiert, das sieht man doch, Alter. Aber für diesen Rollstuhl gibt es das Wort Hindernis nicht. Mit diesen kleinen Robotern müssen Feuerwehrleute nie mehr ihr Leben riskieren, um Feuer zu löschen. Sowas finde ich eine gute Erfindung, so Feuerlöschroboter. Feuerwehrleute leben gefährlich. Ich frage mich, ob diese Kerle auch bezahlt werden. Ihr seid euch unsicher, wie ihr eure Kumpel besuchen sollt, ohne das Bier aufzuschäumen? Verwendet einfach diesen stabilisierten Rucksack. Perfekt, wenn man zu spät zur Party kommt. Krass, der bleibt immer gerade. Lange sind so letztes Jahrhundert. Jetzt dreht sich alles um dieses Steinschleuderarmband. Boah, und der, also da hat er den Angelhaken einfach reingeschossen. Es absolut überall zu fahren. Yo. Wie crazy ist das denn? Selbst das dickste Eis fühlt sich wie eine Autobahn an. Und dieses Werkzeug kann eine Betonstraße in eine gepflasterte Straße verwandeln, ohne auch nur einen Stein zu verlegen. Ja, aber sieht man ja, dass also... Während gewöhnliche Lader leiden, wenn sie versuchen, Säcke zu tragen, verwendet dieser Kerl ein spezielles Werkzeug und weiß nicht einmal, was Rückenschmerzen sind. Dieser Trockner ermöglicht es euch, schnell euer Auto zu trocknen, ohne dass ihr euch Sorgen über Kratzer vom Schwamm machen müsst. Ja, gut. Ist ja in jeder Waschanlage sowas, ne? Und hier kommt etwas direkt aus Hogwarts. Es ist ein Stiftscanner, das der Text mit einem Wischen auf euren Computer übertragen kann. Sowas finde ich sehr, sehr krass. Muss man nichts Solange mehr abtippen. Solange diese Technologie existiert, werdet ihr euer Auto nie mehr im Schnee verlieren. Auch wild, einfach so Turbinen da dran. Ihr könnt keinen Bissen essen, ohne eine Sauerei zu veranstalten? Dann wird euch dieses Tool retten. Schaut euch nur an, wie es die Soße aufsaugt, ohne auch nur seine Form zu verändern. Was ist das denn? Das ist total krass. Sachen verladen ist nicht schwer. Vor allem, wenn ihr diese mobilen Förderbänder habt, die euch das Gefühl geben, ein Amazon-Lagerhaus zu besitzen. Die sind halt wirklich mit so Rollendingern funktioniert das. Und mit diesem Tool lässt sich Rasen so einfach wie ein Reißverschluss verlegen. Aufhaut. Gut, das ist jetzt Kunstrasen, ne? Aber sieht trotzdem crispy clean aus. Wenn ihr unebene Oberflächen messen müsst, ist dieser Profilkamm ein Lebensretter. Er kann jede Kontur mit absoluter Genauigkeit kopieren. Ja, macht Sinn. Wenn man irgendwie so Sachen ausschneiden muss oder so. Dieses Ding dreht jede Jeans um. Hä? Aber ob man nach dem Kauf noch genug Geld für die Jeans hat, ist die wirkliche Frage. Dank des speziellen Designs dieses LKWs kann man in nur 24 Stunden einen Tunnel bauen. Lol. Das ist ja krass. Ah, und die Steine stützen sich ja dann von alleine ab. Ja, die das müssen nur ist einmal. Wie Lego für Erwachsene. Heftig, die müssen nur einmal Hier in Form gebracht werden. Ist ein heißes Messer, mit dem man mit einer einfachen Bewegung. Eigentlich schlau mit zum LKW das zu schneiden kann, die selbst die besten Bildhauer überraschen würden. Das ist eine Maschine für die faulen Chefs von uns. Es kann Unterschriften auf tausenden von Verträgen kopieren. Aber werft euren Stift lieber noch nicht weg, denn dieser Assistent kostet 375.000 Was?
Da muss man ja schon richtig genervt vom Unterschriften machen sein, wenn man sich so ein Ding kauft. Dann liegt ihr falsch. Hey, was wird das denn sonst, wenn es keine Pizza wird? In nur wenigen Sekunden entstehen perfekte Brötchen. Ui. Diese Bohrmaschine kümmert sich nicht darum, wie hart eine Oberfläche ist. Sie wird immer perfekte Tunnel bohren. Dank dieser Stelzen müssen Maler keine Leitern mehr schleppen. Muss aber auch auf so Stelzen erstmal laufen können, ne? Weiß nicht, wie schwer das ist. Während alle anderen mit Rollen Wände streichen, verwenden diese Jungs echte Stempelwalzen. Muss auch keine Steine mehr verlegen hier. Normalerweise dauert es ewig, um Baumstämme mit schwerer Ausrüstung zu entwurzeln. Aber diese Ausrüstung zerstört jeden Stumpf in nur wenigen Minuten. Krass. Und damit geht unser Arbeitstag. Das war ein interessantes Video, Leute. Lasst mal gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute. Euer Cramex.